Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenvideo. Da haben ganz, ganz viele immer danach gefragt, wie es eigentlich Chico geht, was eigentlich aus dem geworden und so, weil ich habe ihn nicht mehr so häufig irgendwie gezeigt, weil halt ja andere Pferde halt mehr dann Thema waren oder der Hof und so weiter. Aber, da ist er! Guck, guck, Chico, schau mal, da! Also, und da gucken wir jetzt einfach mal hin. Ne? Tja, der Herr will nicht fressen. Der will nicht Gras fressen. Das ist viel interessanter. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine super Einleitung jetzt, Chico. Guck mal da rein. Guck. Hallo. Da, ihm geht's gut. Ja. Ihm wurden am 14. Januar 3 Zähne gezogen. Das war ein Drama, ne? Ja, aber jetzt geht's ihm gut. Er ist frech geworden, den anderen gegenüber auch. Also, das war eine richtige Entscheidung. Das war wichtig. Ja, er ist jetzt mittlerweile 22 Jahre alt. Ne? Ja, ist noch gut drauf. Mal so eine Tage, mal so eine. Ja. Wir brauchen halt längere Zeit, um warm. Ist hart. Bis wir warm sind, geht mir ja auch ähnlich. Ja, nom, nom, nom. Ja, wie gesagt, Essen mag er im Moment nicht. Ja, aber... Oh, da sind Polos drin. Ja, der hat im Winter 2 so eine Dinger voll gekriegt, weil er was auf die Rippen kriegen musste. Ja, 2, also voll, ne? Also wirklich Schaden. voll. Chico, oh Mann. Ja, ne? Und jetzt mag er nicht, Gras ist besser, aber wer weiß es noch? Ich habe das, glaube ich, damals auch erzählt, dass er so im April rum einfach immer sein Futter nicht haben wollte. Egal, was es war. Ja. Das ist aber irgendwie seit 5, 6 Jahren ist das locker so, dass er einfach sein Futter nicht will. Und das hat sich auch nicht geändert. Das ist weiterhin so. Ja, da kommen ein paar Wochen, wird er wahrscheinlich wieder sagen, wo ist mein Essen? Ja, ne? Ja, Arthrose hat er natürlich. Ne? Das wisst ihr ja eigentlich auch schon. Das wird im Alter natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Und gerade bei so einem Wechselwetter. Ja, guck mal. Obwohl Polos drin. Gras. Gras. Wollen wir zum Gras gehen? Oh, ja. Ne? Aber was halt echt schön ist, ne, was macht ihr eigentlich jetzt noch so? Der steht doch nicht nur rum, nein, oder? Nein, ich reite ihn auch. Also im Moment, er hat ein bisschen getickt, das hat er aber schon mal gehabt an der Schulter und Bein. Ja, wir gehen viel spazieren. Genau. Nein, die ist spannend, ne? Ja, wie cool der das macht. Sehr schön. Ich reite ihn natürlich auch. Jetzt will ich gleich mal ein bisschen Bodenarbeit machen. Er wird bedingt von... wenn ich habe leider natürlich nicht jeden Tag Zeit, um ihn zu bewegen, weil er braucht ja viel Bewegung. Dürfen dann die Kiddies ihn auch mal reiten. Genau. Weil die liegen ja nichts und ihm tut Bewegung gut. Die Kinder haben Spaß, die lieben ihn. Ja, ne? Du bist ganz... Du bist das beste Kinderpony, wer hätte das gedacht? Also, ja, wir sind ja jetzt mittlerweile... Ja, warte mal, 3 Jahre war meine Reitbeteiligung, seit einem Jahr ist er jetzt ja meiner. Ja. 1. April, der kleine April-Scherz. Du bist ein April-Scherz, ne? Dicky? So, immer noch was machen, wa? Jo. Ja, na, wir waren ja auch wieder ausreiten. Ne, ausreiten waren wir ja auch ja, wieder. Ja, stimmt ja, ausreiten. Ja, das machen wir auch gerne. Ja. Zusammen. Ne? Auch mit der Kleinen, mit Haley als Handpferd. Ja, das klappt auch richtig super. Ja. Dann gehen wir immer meistens nach hinten. Genau, und schubsen mal ein bisschen, wenn Haley mal wieder nicht loslaufen will. Ja, ne? So hat halt jeder so nochmal so seine Aufgabe. Ja, sieht man noch von seiner OP. Ja, hier, ne? Aber das hat lange gedauert. Aber das ist gut wieder zugewachsen, ne? Das war ja alles weg. So, ne Hase? Ja, und das ist so sein Dös-Gesicht. Ja, der so, döst dann immer so vor sich hin. Ja, aber was halt jetzt für ihn wirklich einfach schön ist, ist, dass er so eben zu seinen guten Tagen kann er sich bewegen, kann man was machen, ne? Und wenn er halt mal, wenn es ihm mal nicht so gut geht, ja, dann ich muss ihn nicht unbedingt reiten. Ja, eben, genau. Ne? Also ich muss nicht unbedingt reiten, ich kann auch, mach gerne, wie gesagt, ich liebe Spaziergänge mit ihm auch. Ja. Hier quer durch den Wald, über die Baumstämme rüber. Und das ist ja das Schöne, ne? Also dadurch kriegt er trotzdem seine Bewegung, die er halt für die Arthrose braucht, aber er ist halt nicht gezwungen, sage ich jetzt mal, dass er jetzt hier irgendwie
im Schulunterricht mitlaufen muss. Nö. Es gibt genau. So ein paar Kinder, die wissen das dann halt aber auch, ne, wo ich dann sag so, naja, Chico, ne, ist manchmal ein bisschen schwierig. Die sind dann auch bereit, dann eben ihre Reitstunde dann zur Bodenarbeitsstunde zu machen. Aber das klappt halt bei uns überhaupt in der Reitschule ziemlich gut, ne? Dass halt, dass die Schüler halt auch wissen, okay, wenn es den Pferden vielleicht mal nicht so gut geht oder irgendwas ist, ne, manchmal im Rücken irgendwas ist oder sowas, ne, dass es dann halt heißt, machen wir halt nur Bodenarbeit oder eine Theoriestunde, ne? Ja, genau. Das klappt wirklich gut. Und Chico, wie gesagt, ganz, ganz wenig hier, so ein bisschen, ne, dass er noch ein bisschen Zusatzbewegung kriegt. Ja, Chico, ne, der sagt ganz genau, wo er hin will. Ja, wenn er jetzt könnte, wäre er nämlich da hinten schon gut Gras essen. Ja, ne? So, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen Bodenarbeit machen. Genau. Dann zeigen wir euch auch mal ganz kurz. Wir haben nämlich hier einen voll schönen Parcours aufgebaut. So, hui, da könnt ihr das erkennen. Ein bisschen was zum Hüpfen. Das ist jetzt für Chico nicht unbedingt was. Oh. Aber wir wollen mal wieder Slalom auch machen. Das klappt ziemlich gut. Und da liegen noch ein paar Trappstangen herum. Jetty macht das übrigens mittlerweile richtig, richtig gut mit dem Hüpfen. Springpferd, genau. Ja, oder seht ihr, dem Chico geht's gut. Der macht auch seine Kunststückchen noch. Ja, im Moment, ne? Ist er, wie gesagt, ist er nicht mehr. Sag mal, kannst du eigentlich noch mit uns reden? Na klar. Gut, der Junge. Ja, fein. Ja, brav machst du das. Na, ja, oi, 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 oi. Ja, naja. Kannst du essen. Ja, genau. Ja, und also ich finde zumindest, und du denke ich auch, hoffe ich, dass es für Chico halt eine schöne, hurra, was filme ich denn? dass es für Chico eine schöne Rentenlösung ist. Ja, auf alle Fälle. Ne? Ja. Auf alle Fälle. Oh, das Winterfell juckt. Ihr könnt ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht für Chico, zu Chico noch für Fragen habt. Oder könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr eigentlich mit eurem Rentnerpferd jetzt so macht, wenn ihr eins habt. Oder was ihr euch vielleicht auch überlegt habt. Was passiert eigentlich, wenn euer Pferd alt wird? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein, worüber ihr euch schon so Gedanken gemacht habt. Und dann würde ich sagen, ne, Chico, dir geht's gut? Wir machen jetzt noch ein bisschen was, ne? Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. Danach gibt's Gras, okay? Genau, versprochen. Hm. Ja, na gut, ist in Ordnung. Ist genehmigt. Ach, guck mal, ach, der Dennis ist auch da. Ja, ne? Und dann wünschen wir euch allen, euch zusammen, uns allen zusammen, einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.